Let's celebrate it. Celebrate 2021. Yeah, celebrate. Hallo Schola, grüß dich. Hallo Cynthia, hi. Alles Gute fürs neue Jahr. Ja. Schön, dass du da bist. Huch. Hast du auch so schön gefeiert? Oh ja. Das war cool. Es war ruhig, aber... Genau, ich habe auch ruhig gefeiert. Kinder, alles Gute für das neue Jahr. Nee, ich muss noch mal von vorne anfangen. Herzlich willkommen, liebe Kinder. Schön, dass ihr wieder dabei seid im Jahr 0212. Ich glaube 20. Ach so, 2012. Herzlich willkommen im Jahr 2012, liebe Kinder. Cynthia, da fehlt noch was. Das da du fehlt noch was? So? Nee. Die 1 kommt nach hinten. Wir haben 2021. Kinder, es ist schon so lange her, dass ich in der Schule war. Also 2021, herzlich willkommen, liebe Kinder. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich kann euch nur sagen, dieses Jahr wird richtig, richtig cool. Und Schola, ich habe nicht nur hier die Zahlen, ich habe auch was richtig Cooles für dich mitgebracht. Und zwar einen neuen Kalender. Für mich? Für dich. Ich danke dir. Das passt auch total gut, weil ich habe mir Vorsätze vorgenommen. Vorsätze? Musst du irgendwas vorsetzen und nicht nach hinten setzen? Nee. Also, ich habe mir eine Aufgabe vorgenommen und ja, und die mache ich dann regelmäßig. Ah, okay, erzähl mal, erklär mal. Da im Kalender, wo das Herz ist, das ist einmal in der Woche, da habe ich mir vorgenommen, da rufe ich meine Freundin an. Genau, und telefoniere einfach mit ihr und verbringe Zeit mit ihr. Das ist eine richtig coole Idee. Weißt du was, ich habe auch einen Kalender und auf meinem Kalender, du siehst du, da sind ja die Sonntage immer rot angemalt und ich glaube, ich nehme mir vor, dass ich jeden Sonntag die Spülmaschine ausräume. Das ist eine richtig gute Idee. Und abends auch noch mein Zimmer aufräume. Ist das nicht zu viel? Ja, das ist ja auch nur einmal die Woche, das schaffe ich, glaube ich. Morgens Waschmaschine oder Spülmaschine ausräumen, abends aufräumen, Kinderzimmer. Das schaffe ich, mehr geht auch nicht. Cynthia, ich werde dich daran erinnern und dich unterstützen. Das ist eine gute Idee. Und nun fragen wir euch, liebe Kinder, was wollt ihr im neuen Jahr, was wollt ihr euch vornehmen? Wollt ihr vielleicht mehr Brokkoli essen? Wollt ihr vielleicht weniger Videospiele spielen? Wollt ihr vielleicht pünktlicher die Hausaufgaben machen? Oder wie ich, auch ab und zu mal die Spülmaschine ausräumen? Ich kenne noch einen Vorsatz, den man jetzt schon machen kann. Und zwar, ihr Kinder macht jetzt von heute an immer mit. Egal ob vor der Kamera oder hinter der Kamera. Ihr macht einfach bei den Spielen mit. Das ist eine gute Idee. Dann würde ich sagen, es ist auch in diesem Jahr wieder Zeit für die Spiele. Yes, Spiele ist mein Lieblingsstichwort, denn ich liebe es, Spiele zu spielen. Und Kinder, ihr könnt zu Hause mitspielen. Wir werden gleich eine Olympiade machen und ihr könnt dabei sein. Ihr müsst ganz schnell in die Küche huschen und euch 2 Teebeutel suchen und einen Gegner, okay? Also solange ich hier im Publikum schaue, wer mit uns Spiele spielt, habt ihr Zeit, Teebeutel zu holen, denn das wird gleich ein Spiel sein. Und ich schaue mal, wer würde denn gerne mit mir Spiele spielen? Ist da jemand? Ich sehe hier Rahel und Schola und ihr habt auch Kinder mitgebracht. Ja. Und ihr habt eure Teams schon zusammengestellt, sehe ich. Rahel und Lukas und Anna und Schola. Kinder, wer denkt ihr, wird dieses Team oder dieses Spiel gewinnen? Habt ihr eigentlich einen Teamnamen? Wie heißt ihr? Also, wir sind die? Die Löwen. Hier haben wir einmal die Löwen. Die Affen. Sehr gut. Also Kinder, was denkt ihr? Gewinnen die Löwen oder die Affen? Ihr dürft mitwetten. Löwen. Und ich hoffe, ihr habt schon euer Teebeutel dabei. Ich erkläre euch das erste Spiel. Das erste Spiel, Lukas macht schon Kampfansagen. Er ist sehr mutig. Er glaubt, dass er gewinnt. Anna, glaubst du, dass du gewinnst? Ja, dann schauen wir mal. Das erste Spiel ist Teebeutelweitwurf. Kinder, habt ihr euer Teebeutel bereit? Ihr müsst dieses Stück Papier, was immer an einem Teebeutel hängt, in den Mund nehmen. Rahel macht das schon richtig. Anna, du auch. Ich schiebe hier mal unseren Spieletisch weg. Und Lukas, du spielst gleich das nächste Spiel mit. Genau, ihr dürft euch zum Publikum drehen, beim Kreuz hier stehen und versuchen, so weit wie möglich euren Teebeutel wegzuschleudern. Anna, du darfst starten. Auf die Plätze, fertig,
los. Wow, das war ziemlich weit. Bis hierhin hat Anna geworfen. Anna, du darfst ein bisschen zur Seite gehen. Jetzt darf Rahel. Und Rahel hat nach hinten geworfen. Der Punkt geht an die Löwen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, dann erkläre ich das zweite Spiel. Das zweite Spiel ist Schlangenessen. Kinder, mögt ihr Schlangen? Das sind keine richtigen Schlangen. Ich habe hier Gummischlangen mitgebracht. Lukas, traust du dich, diese Schlange zu essen? Denkst du, dass du sie schneller aufisst, ohne mit deinen Händen sie anzufassen? Schola, ich würde sagen, du bist jetzt dran. Ihr müsst sie in den Mund nehmen. Ihr dürft nicht eure Hände benutzen. Und wer es schafft, als erstes diese Schlange aufzuessen? In den Mund, auf die Plätze, fertig, los. Und essen, schnell, schnell, schnell. Essen, essen, essen. Das sieht sehr gut aus. Die sieht auch ziemlich lecker aus. Ich glaube, du hast Apfelgeschmack und Lukas hat Cola-Geschmack. Mm, Lukas sieht schon sehr schnell aus. Affen, Löwen, Affen. Kinder, für wen seid ihr? Schreit ganz laut mit. Die hören euch nicht. Nicht die Hände benutzen. Oh, Schola. Komm, Luki, nur noch ein kleines Stück. Sieht sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Ein kleines Stück noch. Ein kleines Stück. Ja, die sind ein bisschen, man muss ein bisschen kauen, ne? Mini-Stück, Mini-Stück. Ich sehe, Lukas hat gewonnen. Er war schneller. Ich glaube, er nascht immer ein bisschen mehr zu Hause als du, Schola. Das ist, glaube ich, die Übung. Schmeckt aber auch. Und ein letztes Spiel habe ich mitgebracht. Da müsst ihr Ballons platzen. Wer hat keine Angst vor dem Ballons platzen? Ich sag einfach Rahel und Schola, ihr müsst spielen, egal ob ihr Angst habt oder nicht. Ihr dürft nämlich hier 4 Luftballons, jeder 4. Ihr müsst die aufpusten und dann direkt mit dem Popo platzen auf dem Stuhl, okay? Seid ihr bereit? Mhm. Schola, du darfst dir auch schon mal einen an die Hand nehmen. Auf die Plätze, fertig, los. Los, los, los. Und dann direkt auf den Popo drauf platzen. Oh, das wird laut. Oh, Rahel hat schon mal einen. Und der nächste war gar nicht so laut. Team Löwe hat einen Helfer. Und bei Schola ist es jetzt... Oh, gleichzeitig. Er steht 2-2. Oh, zwei Ballons noch. Schnell, schnell, schnell. Team Löwe gegen Affe. Wer schafft es? Wer schafft es hier? Schola hat den dritten Ballon. Schafft es aber nicht, den zum Platzen zu bringen. Ups, der ist geplatzt. Und jetzt der letzte Luftballon. Wer kriegt es schneller hin? Team Löwe. Es ist sehr knapp gegen Team Affe. Und los, los, los. Woher ist es? Oh, die Affen haben tatsächlich gewonnen. 2-1 für die Affen. Kinder, für welches Team wart ihr? Bestimmt könnt ihr dieses Spiel zu Hause nachspielen mit den Luftballons. Es wird witzig sein. Deswegen, hattet ihr Spaß? Der Punkt ging an die Affen. Ihr wart aber auch großartig. Und jetzt habe ich richtig Lust abzudancen, oder? Wollen wir Lobpreis machen? Sehr gut. Yes, wir sind bereit. Auch von uns nochmal frohes neues Jahr. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir freuen uns auf das Jahr 2021. Ein tolles Jahr wartet auf uns. So viele neue Möglichkeiten, so viel mehr Gemüse, wie Cynthia gerade gesagt hat. So viel mehr Aufräumen, so viele neue Sachen. Seid ihr bereit dafür, Kinder? Ja, aber das war noch nicht so laut, oder? Seid ihr bereit? Ja, sehr stark. Wir sind bereit, Gott zu feiern. Und lasst uns loslegen. Feiern. Und lasst uns feiern. Fröhlich sein, einfach ich dich freuen. Komm, wie freut ihr euch? Singen und tanzen. Gott wird mit uns sein. Gott wird mit dir sein. Wir werden feiern und fröhlich sein. Uns einfach ich dich freuen. Oh, yeah. Wir werden singen und tanzen. Gott wird mit uns sein. Genau, Gott wird mit uns sein, ja? Ich bin bereit für diese Zeit. Es ist endlich wieder so weit. Und das ist da, ja, Gott ist da. Singe laut Halleluja. Ich bin bereit für diese Zeit. Es ist endlich wieder so weit. Und das ist da, ja, Gott ist da. Singe laut Halleluja. Komm, zeig mir, wie wir feiern. Feiern. Und fröhlich sein. Fröhlich sein. Einfach richtig freuen. Und wir werden singen. Singen und tanzen.
Wir werden feiern und fröhlich sein und einfach richtig freuen. Wir werden singen und tanzen. Gott wird mit uns sein. Komm, Kinder, jetzt seid ihr rein. Danke, Jesus, dass du mit uns bist. Danke, dass du in diesem neuen Jahr bei uns bist, dass wir dich haben als unser starker Freund, unser starker Held. Und mit dir macht es Spaß. Kinder, seid ihr bereit, weiterzumachen? Okay, ich sehe, einige sind schon aus der Puste, aber wir machen trotzdem weiter. Ja, ja, sehr stark. Okay, komm, lass uns einsteigen in die Freundschaft. Genau, denn ob wir 2020, 21, 22 haben, Jesus ist und bleibt unser Freund. Kinder, vergesst das nie. Und alle zusammen. F-R-G-U-N-D-S-C-H-A-F-T. Hey. Sag Freundschaft. Genau, sag Freundschaft. Freundschaft. Sehr gut. Oh. F-R-G-U-N-D. Hey. S-C-H-A-F-T. Ich sag Freundschaft. Genau. Freundschaft. Okay, Spaß haben. Sommer, Sonne, Sonnenschein, bist du bei mir, bin ich nicht allein. Du, Papa, Beda, Bibida. Yeah, genau, Kinder. An diesem Tag, ich weiß noch nicht, geht noch was nicht ohne mich. Auch nicht ohne dich, Anna. Papa, Beda, Bibida. Und alles zusammen. F-R-E-U-N-D, S-C-H-A-F-T. Ich sag Freundschaft. Genau. Freundschaft. Freundschaft. Jede Menge richtig Spaß. Ostseestrand, ich mach dich nass. Du, Papa, Bida, Bibida. Yeah, genau. Fußball, toben, Partytime. Freunde finden die allein. Du, Papa, Bida, Bibida. Oh, jetzt machen wir Drehung. F-R-E-U-N-D. Genau, gerade Richtung. A-F-T, ich sag Freundschaft. Freundschaft. Okay, wir starten nach links von Leo. F-R-E-U-N-D. S-C-H-A-F-T. Ich sag Freundschaft. Bisschen schnell. Freundschaft. Jetzt seid ihr dran. F-R-E-U-N-D. Singt S-C-H-A-F-T. Ich sag Freundschaft. Komm, Kinder, solange ihr könnt. Freundschaft. Singt das Lied nochmal. Etwas sehr Wertvolles. Ja. Und Jesus, wir danken dir, dass wir mit dir in Freundschaft leben dürfen. Wir danken dir, dass du unser Gott bist. Wir danken dir, dass du uns zuhörst, dass du uns ernst nimmst. Und wir freuen uns jetzt auch auf die spannende Geschichte, die kommt. Amen. Okay, Kinder, macht euch bereit. Yes, Julia, weißt du, ich freue mich schon richtig auf das neue Jahr 2021. Das wird bestimmt ein richtig gutes Jahr. Ich bin, glaube ich, ein bisschen ängstlich. Was ist, wenn ich Corona kriege? Oder was ist, wenn ich mich mit meinen Freunden streite? Warum bist du denn eigentlich so zuversichtlich? Weißt du, ich weiß, dass Gott mich liebt und dass er mein Bestes will. Und deswegen bin ich zuversichtlich und weiß, mit Gottes Hilfe werde ich das schon hinbekommen und werde ein gutes Jahr haben. Bist du dir sicher? Ja, also, weißt du, es gibt da so einen Bibelvers. Dort verspricht Gott, dass er etwas Gutes für uns vorbereitet hat. Soll ich dir den mal vorlesen? Ja, unbedingt. Okay, warte, ich muss ihn mal holen. Ich habe ihn mir hier aufgeschrieben. Okay, ich lese ihn dir vor. Gut zuhören. Kinder, seid ihr dabei? Passt ihr auf? Der Bibelvers steht in Jeremia, das ist ein Buch im Alten Testament, Kapitel 29,
Vers 11. Dort steht, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Gott weiß, er hat sich etwas vorgenommen für uns. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Hast du gehört? Gott hat Frieden für uns vor und er will uns aus allem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Cool, oder? Gott hat einen guten Plan für uns. Das hört sich echt richtig gut an. Aber glaubst du wirklich, dass es für uns bestimmt ist? Weißt du, du hast recht. Jeremia, der ist ja schon ziemlich lange tot, ja? Der hat vor über 2000 Jahren gelebt. Aber Jeremia hatte einen Auftrag. Er hatte einen Auftrag, zu den Menschen in Israel zu reden. Das waren das Volk Gottes. Und denen ging es damals richtig schlecht. Aber er hat zu ihnen gesprochen im Auftrag von Gott. Und wir haben vor kurzem Weihnachten gefeiert, Kinder. Und wir haben gehört, dass wenn wir zu Jesus gehören, dass wir dann auch ja, zum Volk Gottes gehören, dann sind auch wir Kinder von Gott. Und wenn wir zu Jesus gehören, dann wissen wir, dass das Gute, was er seinem Volk versprochen hat, dass er das auch für uns will. Gott möchte das, was Jeremia gesagt hat, auch für dich und auch für mich. Richtig cool, oder? Aber glaubst du auch, dass es wirklich funktioniert? Das ist eine gute Frage. Weißt du, ich glaube, es funktioniert, weil ich habe es selbst erlebt. In einem Jahr, lass mal überlegen, wann das war, das müsste schon ziemlich lange her sein. Ich glaube, das war 2020. Kannst du dich noch an 2020 erinnern? War schon ein bisschen lange her, aber ja. Kleiner Scherz, Kinder. 2020 ist noch nicht mal eine Woche her. Da ist mir was passiert. Ich konnte leider nicht in Urlaub fahren. Wir wollten nämlich nach Spanien in den Urlaub, aber wegen der Corona-Pandemie war das nicht möglich. Das hört sich echt schlimm an. Das stimmt. Aber es kommt ja noch. Wir konnten also nicht das machen, was wir eigentlich geplant hatten. Aber dann haben wir Post von unserem Vermieter bekommen. Und meistens, wenn man Post von dem Vermieter bekommt, also von der Person, dem die Wohnung gehört, in der man wohnt, ist meistens eher schlecht. Meistens bedeutet das, man muss Geld bezahlen. Aber bei uns war es genau andersrum. Der Vermieter hat uns geschrieben, dass unsere Miete falsch berechnet worden ist und dass wir Geld zurückbekommen. Und dann haben wir einen Haufen Geld zurückbekommen, mit dem wir einfach woanders Urlaub machen konnten. Und da haben wir uns richtig gefreut und wussten, Gott hat uns richtig beschenkt. Wow, das hört sich richtig gut an. Aber Martin, ich glaube, das kann auch nur dir passieren. Du bist ja ein Pastor und ich glaube, mir kann das nicht passieren. Wie bitte? Kinder, denkt ihr das auch, dass sowas nur einem Pastor passiert? Das glaube ich nicht. Wisst ihr, es gibt ja hier noch einige andere Mitarbeiter im Raum. Und ich frage mal die anderen Mitarbeiter, ob die auch sowas im Jahr 2020 erlebt haben. Gibt es hier irgendjemand? Yes, Cynthia ist am Start. Cynthia möchte uns was berichten. Cynthia, erzähl uns doch mal, ob du 2020 auch was erlebt hast, wo Gott dich beschenkt hat. Auf jeden Fall, stark. Martin und dir besonders, Julia. Also bei uns auf der Arbeit war nämlich auch so eine ähnliche Krise. Und das nennt man Kurzarbeit. Das heißt, man arbeitet kurz oder auch fast gar nicht und kriegt natürlich dann kein Geld. Und da hatte ich so gesagt zu Gott, Herr, ich möchte aber nicht in diese Kurzarbeitsphase. Guck doch mal, ob es doch noch was anderes für mich zu tun gibt. Und dann tatsächlich gab es eine Abteilung, die noch Leute gebraucht hat, weil die hatten ganz viel Arbeit, aber zu wenig Leute. Und so konnte ich in einer ganz anderen Abteilung in der Logistik im Lager arbeiten. Und ich habe euch sogar ein Bild mitgebracht. Und da seht ihr... Oh, ein Beweisfoto. Stark. Genau, cool. Im Lager mit neuem Outfit und ich habe sogar einen Scanner in der Hand. Das war das wichtigste Arbeitsutensilie, was man brauchte. Und in der Pause, in der kurzen Kaffeepause, sonst habe ich ja nie Kaffeepausen, endlich durfte ich auch mal eine Kaffeepause machen, da saß ich auf Kisten. Trotz Kurzarbeit? Ja. Und nee, da war keine mehr, ne? Nochmal bitte? Da war keine Kurzarbeit. Da war keine. Die haben richtig Leute gesucht und dann haben die bei uns angefragt und gesagt, wer möchte im Lager arbeiten? Und so hatte ich eine richtig schöne Zeit und keine Kurzarbeit. Richtig stark, Julia. Hast du das von Cynthia gehört? Gott möchte unser Bestes. Aber bist du auch wirklich keine Pastorin? Nein. Siehst du doch, Mitarbeiter, Kinderkirche. Mitarbeiter, okay. So wie du auch. Stark. Okay. Dankeschön, Cynthia. Das ist richtig genial. Aber Kinder, habt ihr es gemerkt?
Also Julia ist noch nicht so richtig überzeugt. Ich glaube, wir brauchen noch einen Mitarbeiter, der uns was erzählt. Gibt es hier noch jemand? Ja, Edem ist schon am Start. Edem ist bereit. Sehr gut, Edem. Was hast du erlebt? Ey, Leute, ich habe etwas erlebt, woran ich eigentlich fast gar nicht mehr geglaubt habe. Und zwar, ich habe letztes Jahr geheiratet und ich war auf der Suche nach einer Bleibe. Ja, kurze Pause. Hast du eine hübsche Frau? Ja. Ja. Sieht sie auch so gut aus wie Julia? Ja. Oh, stark. Wo weißt du das? Wisst ihr, er hat nämlich meine Zwillingsschwester geheiratet. Ah, genau, da haben wir es. Ey, und Sehr wir gut. beide waren auf der Suche nach einer Bleibe, nach einer Wohnung. Und wir wollten uns so schön einrichten. Aber nicht nur wir waren auf der Suche nach einer Wohnung, sondern ganz viele Menschen in Hamburg. Mhm. Und es gibt nicht so viele Wohnungen. Und ich erinnere mich noch, vor Corona, da gab es immer so, wir waren mit 100 Leuten, standen in einer Reihe für eine Wohnung. Alle wollten die gleiche? Ja, wie wenn du bei Penny anstehst, so wie jetzt teilweise. Ja, und wir waren verzweifelt und wir dachten, okay, Gott, bitte hilf uns doch. Und es kam lange Zeit nichts, aber dann sind wir auf eine Wohnung gestoßen und die war super, die hat gepasst und wir waren so dankbar. Und da war eine Nummer angegeben und da stand auch ganz groß, bitte nicht anrufen, wir gehen sowieso nicht ran. Aber wir dachten, nein, wir rufen an, wir probieren es und wir haben angerufen und dann hatten wir diese Wohnung. Und damit ihr mir glaubt, habe ich auch ein Bild mitgebracht. Hier seht ihr, wie wir schon ein bisschen eingerichtet haben. Genau, das ist die Wohnung, total zentral. Super und sogar, gemütlich sieht sie aus. Ja, sogar über das, was wir uns vorgestellt haben. Also Gott versorgt, er hat nicht nur mich versorgt, sondern mich und meine Frau und sogar unseren Kindern, die wir vielleicht noch bekommen werden. Aha, ja, ja. Wir warten darauf. Ihr wartet drauf, ne? Aber Gott ist ein Versorger. Stark, Dankeschön, Edem, Gerne. Für die Geschichte. Richtig cool, hast du gehört? Meinst du nicht, Gott versorgt uns wirklich? Kannst du das jetzt auch glauben? Tatsächlich fällt mir gerade auch eine Geschichte ein. Wow, und musst du mir erzählen. Apropos Hochzeit, ich habe nämlich auch dieses Jahr, letztes Jahr geheiratet. Okay, herzlichen Glückwunsch. Ich war dabei. Du warst dabei, Martin. Und wisst ihr, ich habe mir schon immer ganz lange gewünscht, eine richtige Traumhochzeit mit vielen Menschen, schönes Kleid. Ich glaube, viele Mädchen träumen davon, oder? Aber dann kam Corona und dann durfte ich keine Gäste einladen. Da war ich richtig traurig. Hochzeit alleine zu feiern, wollte ich nicht. Aber dann habe ich ganz viel zusammen gebetet mit meinen Freunden. Und an dem Tag, wo ich geheiratet habe, durfte ich doch mehr Leute einladen, cool. weil da doch alle ein bisschen entspannter waren, Corona nicht mehr so schlimm war. Und dann durfte ich doch mit 100 Leuten feiern. Und das war richtig cool, weil ich dafür gebetet habe und Gott meinen Traum mir erfüllt hat. Richtig cool, oder? Stark. Hammer. Richtig cool. Habt ihr das gehört, Kinder? 2020 war eigentlich ein richtig heftiges Jahr. Es war eine Krise auf der ganzen Welt. Aber ich habe es erlebt, Julia hat es erlebt, Edem hat es erlebt, Cynthia hat es erlebt. Gott möchte unser Bestes und er ist bei uns und er beschenkt uns sogar in schwierigen Situationen. Das ist richtig cool. Aber heißt es, dass es uns immer gut gehen wird? Das natürlich nicht. Es geht uns nicht immer gut. Es gibt Situationen und es wird auch 2021 Situationen geben, wo es uns nicht so gut geht, wo wir vielleicht alleine uns fühlen, wo wir Angst haben. Aber wir dürfen wissen, Gott möchte unser Bestes. Gott liebt uns und er ist bei uns. Und er möchte uns auch helfen, ganz besonders dann, wenn es uns mal nicht so gut geht. Darauf können wir uns verlassen. Wollen wir einfach mal dafür beten? Ja, sehr gerne. Richtig cool, Kinder. Seid ihr dabei? Wir wollen jetzt für zwei Sachen beten. Ich habe es euch aufgeschrieben. Wir wollen erstens mal Gott danken. Gott danken für das Gute, was wir 2020 erlebt haben. Und dann Gott bitten, dass 2021 ein gutes Jahr wird. Für uns, aber auch für die ganze Welt, dass diese Corona-Pandemie zu Ende geht. Seid ihr dabei? Yes, eben habe ich ja schon gefragt, da habt ihr euch schon gemeldet. Manche melden sich nochmal. Sehr cool. Ich bete vor, du betest nach? Ja. Aber Kinder, ihr müsst mich unterstützen, okay? Cool. Dann lass uns beten. Machen wir unsere Augen zu. Jesus, ich danke dir. Jesus, ich danke dir. Dass du mich liebst. Dass du mich liebst. Danke für das Gute, was du mir letztes Jahr geschenkt hast. Danke für das Gute, was du mir letztes Jahr geschenkt hast. Danke, dass du mein Bestes willst. Danke, dass du mein Bestes willst. Ich möchte dich jetzt bitten. Ich möchte jetzt dich bitten. Für das Jahr 2021. Für das Jahr 2021. Dass du auf mich aufpasst. Dass du auf mich aufpasst. Dass ich viele schöne Dinge erleben darf. Dass ich viele schöne Dinge erleben darf. Und ich bitte dich auch, dass die Corona-Pandemie zu Ende geht. Und ich bitte dich auch, dass die Corona-Pandemie zu Ende geht. Danke,
dass du immer bei mir bist. Danke, dass du immer bei mir bist. Amen. Amen. Yes, richtig stark, dass ihr mitgebetet habt. Jetzt sage ich noch nicht Tschüss, denn wir haben einen coolen Abschluss für euch vorbereitet. Seid gespannt. Und Kinder, auch wenn Silvester dieses letztes Jahr ein bisschen anders war als sonst und wir keine Böller hochsteigen lassen konnten, wisst ihr was? Gott ist und bleibt der Knaller. Habt ihr es gehört? Nein, oder? Gott ist und bleibt der Knaller. Habt ihr es gehört? Der Knaller. Okay, come on. Schaut mal die Hände. Hey, genau. Denn mit dem Klatschen können wir auch so eine Lautstärke erzeugen, wie wenn ein Böller hochgeht. Come on. Hey, genau. Come on. Und. Mit Gott zu leben. Das ist was? Das ist der Knaller. Sehr gut, come on. Mit Gott zu leben, das gibt mir Energie. Und eins zusammen. Mit Gott zu leben, das ist der Knaller. Mit Gott zu leben, da tanzt sogar mein Knie. In seinen Augen bin ich total viel wert. Und wenn du das anders siehst, dann liegst du halb verkehrt. In seinen Augen bin ich so richtig stark. Seine Kraft kommt in mich rein, das stimmt und ist kein Quark. Mit Gott zu leben, das ist der Knaller. Mit Gott zu leben, das gibt mir Energie. Mit Gott zu leben, das ist der Knaller. Mit Gott zu leben, da hat sogar mein Knie. Oh, wir singen. Wow. Komm, wir tanzen in dem Kreis herum. Wow. Komm, wir tanzen in dem Kreis herum. In seinen Augen bin ich total viel wert. Und wenn du das anders siehst, dann liegst du halt verkehrt. In seinen Augen bin ich so richtig stark. Seine Kraft kommt in mich rein, das stimmt und ist kein Quark. Und alles genau. Mit Gott zu leben, das ist der Knall. Ja, genau. Mit Gott zu leben, das gibt mir Energie. Mit Gott zu leben, das ist der Knall. Genau. Mit Gott zu leben, da tanzt sogar mein Knie. Und noch einmal. Komm, wir tanzen in dem Kreis herum. Komm, wir tanzen in dem Kreis herum. Zu leben, das ist der Knaller. Yeah, mit Gott zu leben, das gibt mir Energie. Mit Gott zu leben, das ist der Knaller. Mit Gott zu leben, da tanzt sogar mein Knie. Wir singen wow, wow, wow. Komm, wir tanzen in den Kreis herum. Komm, wir tanzen in den Kreis herum. Achso, schon vorbei. Okay, ey, schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche. Hat Spaß gemacht. Und wir müssen noch ein bisschen aufräumen hier.